Todesstrafe existiert in 34 Bundesstaaten der USA. Derzeit wird sie nur in 16 davon tatsächlich praktiziert. Die Hinrichtungen werden mit Hilfe einer tödlichen Injektion durchgeführt. Utah und Oklahoma sind die einzigen Bundesstaaten, in denen man unter bestimmten Voraussetzungen auch den Tod durch ein Erschießungskommando wählen kann. Als Deutscher mit einem anderen geschichtlichen Hintergrund sehe ich mich als Gast in den Vereinigten Staaten, doch ich widerspreche in aller Höflichkeit der Durchführung der Todesstrafe. Mitten im Nirgendwo, etwas außerhalb von Livingston, liegt die Polunsky Unit. Hier sind die Todeskandidaten von Texas untergebracht. Knapp 300 Häftlinge warten in diesem Hochsicherheitsgefängnis auf ihre Hinrichtung. Das ist Blaine Milam. Hier heißt er allerdings nur Nummer 999558. Als er zum Tod verurteilt wurde, war er der jüngste Häftling im Todestrakt. Heute ist er 22 Jahre alt. Achtung, Wärter, Zählung in der Polunsky Unit. Das hören Sie sicher oft. Blaine Milam, danke, dass Sie mit uns sprechen. Wie geht es Ihnen? I'm doing good. Gut. Das ist heute das erste Mal, dass ich Besuch vom Fernsehen bekomme. First media visit. I never had a media. Ich liebe dich, Mama. I love you, Mama. All right. Do you have access? Dürfen Sie Radio hören? Yes, sir. Television. No. Fernsehen nicht. No kind of television, just newspaper. Nein, nur Zeitungen und Zeitschriften. Aber im Moment bin ich im Trakt F als Bestrafung. Da darf man kein Radio haben oder irgendwelche persönlichen Dinge. Nur Bücher, eine Matratze und einen Ventilator. Aber der Straftrakt bedeutet doch, dass Sie eine Auseinandersetzung mit den Wärtern gehabt haben müssen. Oder irgendetwas anderes. Warum sind Sie hier? Das ist schon das dritte Mal. Sie haben mich mit selbstgemachtem Wein erwischt. Das war aber schon im Juli. Wie macht man den Wein im Todestrakt? Das würde mich schon interessieren. Raus mit der Sprache. Wie macht man Wein im Todestrakt? Man nimmt Trockenpflaumen, Wasser und das gärt dann. Aber es ist nicht lecker. Wie lange muss es gären? Ungefähr eine Woche. Wird man davon betrunken? Ja, aber es schmeckt nicht gut. Es schmeckt wie Kreide. Richtig eklig. Das Zeug möchten Sie nicht trinken. Ich weiß, dass meiner Mutter nicht gefällt, dass ich hier bin. Und mir macht's auch nicht gerade Spaß. Blaine Milam wuchs in Trailerparks in ländlichen Gegenden von Texas auf. Sein Vater hier im Hintergrund holte ihn in der 4. Klasse aus der Schule und erzog ihn selbst. Wie viele Kinder träumte auch Blaine davon, einmal ein großer Rockstar zu werden. Shirley Milam, wann wurde dieses Foto gemacht? Am Freitag. Also vor ein paar Tagen, im Todestrakt. Und Ihr Sohn? Ja, ich habe ihn besucht. Wie geht es ihm?
Offenbar ganz gut. Aber er hat mir erzählt, dass sie jemanden hingerichtet haben, den er gekannt hat. Und wie lange das gedauert hat. Sie haben irgendein Zeug von der Straße verwendet und deshalb hat es 48 Minuten gedauert. Wir haben beide geweint. Das Gift, das sie früher immer verwendet haben, gibt es nicht mehr. Deshalb haben sie irgendwas verwendet. Haben Sie Angst? Ja, weil ich weiß, dass er unschuldig ist. Ich mache mir um alle da drin Sorgen und ich finde, es sollte überhaupt keine Todesstrafe geben. Am 2. Dezember 2008 geht ein Notruf bei der Polizei ein. Ein kleines Mädchen wurde tot in diesem Haus aufgefunden, das inzwischen abgerissen wurde. Ich saß hier am Schreibtisch, als ein Lieutenant vom Russ County Sheriff's Department anrief. Er hat gesagt, dass es um ein Baby geht und mir die Adresse genannt. Er sagte, Sie müssen sofort herkommen. Der Texas Ranger Kenny Ray hatte damals ein Büro direkt neben meinem und er war gerade da. Also bin ich zu ihm rüber und habe gesagt, komm mit, wir müssen zu dem toten Baby. Haben Sie das Opfer und den Tatort im Haus gesehen? Ja. Nachdem uns erklärt wurde, was passiert war und was die Polizisten vorgefunden hatten, haben wir uns den Tatort angesehen. Wir haben das Opfer gesehen, während die Kollegen schon damit begonnen hatten, alles zu fotografieren und zu vermessen. Sie beschreiben das jetzt rein technisch, aber wie hat es Sie als Mensch berührt, als Sie das gesehen haben? Es war sehr eigenartig. Da liegt ein kleines Kind tot auf dem Boden. Offensichtlich wurde es Opfer eines Gewaltverbrechens. Es war einfach brutal. Da fragt man sich, was ist hier passiert? Was oder wer kann einem Baby sowas antun? Die Tat war so grauenvoll, dass der Prozess in einem anderen County stattfand, um sicherzustellen, dass die Geschworenen nicht befangen sind. Michael Jimerson trat in dem Prozess als Staatsanwalt auf. Ich war an dem Tag da. Ich habe gerade an einem anderen Fall gearbeitet, da bekam ich einen Anruf von William. Er sagte, du musst herkommen und dir das ansehen. Wie Amora dort im Eingangsbereich lag, war für mich das zentrale Bild in diesem Fall. Man hatte das Bedürfnis, dieses Baby aufzuheben. Das konnten wir natürlich nicht tun, schließlich war es ein Tatort. Aber ich wäre am liebsten zu Amora hingelaufen und hätte sie hochgehoben. Wenn man sieht, was ihr Schreckliches angetan wurde, stößt das meiner Meinung nach jede Person ab. Ihr wurde die Menschlichkeit geraubt. Aber hier war die Gewalt so heftig und offensichtlich, dass man sich zwingen musste, einen Schritt zurückzugehen. Als sie da auf dem dreckigen Fußboden lag, wollte man einfach nur hinlaufen und sie hochheben. Sie mochte ihre Stimme. Ja, sie hat viel gelacht. Ich habe immer solche Entengeräusche gemacht und sie hat sofort gelacht. Entengeräusche? Ja, wie Donald Duck. So ähnlich. Sie hat mich dann angesehen und laut gelacht. Sie...
Oft, wenn ich im Fernsehen eine Geschichte über ein ermordetes Kind sehe, muss ich an sie denken. Sie waren ihr Lieblingspferd. Ja, sie hat sich gern auf meine Schultern gesetzt und hin und her geschaukelt. Manchmal hat sie mein T-Shirt hochgezogen, sodass ich keine Luft mehr bekommen habe. Dann habe ich sie runtergelassen. Aber sie ist gleich wieder hoch und hat es nochmal gemacht. Sie war ein tolles kleines Mädchen. Sie konnte noch nicht laufen, aber sie war wunderschön. Ihre ersten Worte waren Daddy. Obwohl sie gar nicht ihr biologischer Vater waren. Daddy war das erste Wort, das sie sprach. Erinnern Sie sich noch an ihr Gesicht? Ja. Ich vermisse sie. Aber ich kann nichts tun. Sie haben sie geliebt. Ja, sie und Jessica. Sie wissen ja nicht, wie es passiert ist. Aber sie war von einem Dämon besessen, falls Sie das noch nicht wussten. Wie kann ein so kleiner Engel, ein Kleinkind von Satan besessen sein oder von Dämonen? Woher wussten Sie das? Jessica hat auch gedacht, dass die Katze besessen ist. Das ist Jessica Carson, die Mutter des kleinen Mädchens. Blaine wurde zum Tode verurteilt, seine Freundin in einem separaten Prozess zu lebenslanger Haft ohne Bewährung. Jessica und ich sind hier entlang gelaufen. Sie hat mir erzählt, was die beiden gemacht haben, bevor sie zurückkamen und das Kind tot aufgefunden haben. Hat sie von einem Exorzismus gesprochen? Nein, noch nicht. Sie hat nur erzählt, dass Blaine und sie ihren Trailer dorthin stellen werden. Als ich Jessica das erste Mal traf, schien sie ein nettes Mädchen zu sein. Aber nach dem Tod meines Mannes hat sie sich völlig verändert. Sie hat ihren Vater auch verloren. Das war eine Weile, bevor Daniel gestorben ist. Und dann ging die Spirale für Blaine und sie nach unten. Ja. Am Anfang hieß es, die Tat wurde im Schlafzimmer begangen, direkt neben dem Wohnzimmer. Sie haben sogar Kunstblut verwendet. Halloween steht vor der Tür. Wir kennen uns also damit aus. Es wurde also ein Tatort inszeniert. Ja, und wir sind darauf reingefallen. Die Ermittlungen liefen am Beginn in die völlig falsche Richtung. Aber als wir den Fall weiter untersuchten, bekamen wir Hilfe von anderen Ermittlern. Und die entdeckten dann den tatsächlichen Tatort. In einem Zimmer im hinteren Teil des Hauses waren Blutspuren und andere Beweise. Sie fanden Kleidungsstücke und ein paar weitere Gegenstände, die später im Prozess verwendet wurden. Innerhalb weniger Stunden wurden Jessica Carson und Blaine Milam festgenommen. Die Polizei war immer noch mit der Spurensicherung beschäftigt. Am Ende führten die erdrückenden Beweise zur Verurteilung des Paares. Well, I brought the
Ich habe einen Teil des Schlussplädoyers hier, das ich im Prozess gegen Jessica Carson benutzt habe. Es gibt einen Moment, der für mich einfängt, was wirklich am 2. Dezember 2008 passiert ist. Ich habe hier vier Fotos, die wurden alle an dem Morgen kurz nach 9 Uhr gemacht. Draußen liegt ein Kindersitz im Dreck. Ich behaupte, das zeigt, dass es vorsätzlich getan wurde. Amora wird nie wieder in diesem Sitz sitzen. Er wurde aus dem Wagen genommen und in den Dreck geworfen. Im Pfandleihhaus versetzte er ein paar alte Werkzeuge. Eines davon war eine elektrische Kettensäge. Es gibt widersprüchliche Aussagen darüber, warum sie das gemacht haben. Vielleicht brauchten sie das Geld für die Flucht oder sie wollten damit einen Exorzisten bezahlen. Auf alle Fälle lag Amora zu genau diesem Zeitpunkt im Schmutz auf dem Boden. Als die beiden das Geld erhalten haben, sehen sie in aller Ruhe DVDs in einem Regal durch, als wäre es ein ganz gewöhnlicher Tag. Kevin Roy war der Hilfs-Sheriff und hatte gerade Dienst, als der Notruf reinkam. Als erstes hob er Amoras Fuß an und dabei ging ihr ganzer Körper hoch. Sie war bereits völlig steif. Das war um 10.37 Uhr, das hier um 9.05 Uhr. Zu dem Zeitpunkt war sie wahrscheinlich schon steif. Wissenschaftler können sehr genau sagen, wann die Leichenstarre einsetzt. Der Gerichtsmediziner hat uns gesagt, dass es sich um Stunden gehandelt hat und nicht um Minuten. Wir können aber nicht mit Sicherheit sagen, ob es 4 Stunden waren oder mehr. Wenige Minuten, nachdem sie im Pfandleihhaus waren, werden Blaine und Jessica von den Überwachungskameras an einer Tankstelle gefilmt. Jessica kauft etwas zu trinken und Zigaretten, während ihr Kind bereits seit Stunden tot ist. Erst als sie wieder nach Hause kommen, rufen die beiden die Polizei. Hier spricht Blaine Milam. Meine Tochter ist tot. Wie alt ist sie? 13 Monate. Gut, ich verbinde sie mit dem Rettungsdienst. Wir werden versuchen, sie zu reanimieren. Holen Sie sie zum Telefon. Blaine, beeil dich! Sind Sie noch da? Wenn Sie jetzt zögern, helfen Sie niemandem. Legen Sie das Telefon zur Seite und holen Sie das Baby. All das ist am frühen Morgen des 2. Dezember passiert. Wie lange der Exorzismus bzw. die Folter von Amora davor gedauert hat, wissen wir nicht. Aber sie wurde am frühen Morgen des 2. Dezember an den Genitalien verletzt. Dr. Pinkard konnte den Zeitpunkt der Verletzungen nicht bestimmen. Aber er hat ausgesagt, dass Stunden danach... Ich glaube, das waren die Verletzungen der Genitalien des Babys. Es kommt einem so falsch vor, das überhaupt zu sagen. Aber es geht um die Verletzungen am Scheidengewölbe, die ich Ihnen beschrieben habe. Es gab Anzeichen dafür, dass diese Wunden bereits wieder zu heilen begannen. Der Körper reagierte auf die Verletzungen. Sie müssen einen Wissenschaftler fragen, wie das genau funktioniert. Aber man kann das Gewebe rund um die Wunden unter dem Mikroskop untersuchen. Und dabei wurde festgestellt, dass Amora bis zum Ende gekämpft hat. Sie hat angeblich im Wohnzimmer ferngesehen, während er direkt hinter dieser Tür war und was auch immer mit dem Kind gemacht hat. Und dort war der inszenierte Tatort? Ja, er sagte ihr wohl, dass sich Amora, die gerade mal 13 Monate alt war,
selbst mit einem Hammer geschlagen und sich alle Verletzungen selbst zugefügt hatte. Aber das konnte offensichtlich nicht passiert sein. Weil das Kind mehrere Knochenbrüche hatte. Oh, multiple fractures. Multiple is being very generous. Mehrere ist stark untertrieben, wenn man eine grobe Schätzung anstellt, wie viele es waren. Viele der Brüche waren Spiralfrakturen. Das passiert, wenn ein Knochen so stark gedreht wird, dass er bricht. Dabei entsteht eine spiralförmige Frakturlinie um den Knochen herum. 18 gebrochene Rippen. Mindestens. Und Schädelfrakturen. Alle, die es gesehen haben, waren schockiert. Und sie machen das seit 40 Jahren. Sie haben eine Menge gesehen. Ja. Ich bin auch Bestatter in Texas. Wenn ich nicht hier arbeite, arbeite ich in einem Bestattungsinstitut. Ich habe den Tod gesehen. Natürlich, unnatürlich. Aber das war mit Abstand das Schlimmste. Kevin Roy kommt zum Tatort und sieht Amoras Körper. Darauf sind 24 Bisswunden, bei denen der obere und untere Bogen zu sehen sind. Auch wenn das komisch klingt, Dr. Williams sagte, er hätte noch nie so gute Abdrücke auf der Haut gesehen. Und Blaine Milam hat einen sehr auffälligen Biss. Seine Zähne haben einen sehr ungewöhnlichen Abdruck hinterlassen. Daher konnten wir eindeutig sagen, dass er es war. Außerdem konnten wir zwei Bisse auch per DNA zuordnen. Ich glaube, man stumpft ab, wenn man Auslandskorrespondent ist und schlimme Dinge in einem Krieg sieht. Oder als Anwalt oder Polizist, wenn man Leichen sieht. Man lernt damit umzugehen. Aber die Bisswunden werde ich nie vergessen. Vom Zeh bis zum Kinn, über Mund und Nase. Fast so, als hätte jemand versucht, die Dämonen aus der Nase und dem Mund zu saugen. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Ich finde einen Aspekt sehr faszinierend. Ein Ouija-Brett hat den beiden Tätern angeblich die Anwesenheit von Satan angezeigt und ihnen gesagt, dass er exorziert werden muss. Und bei allem Respekt, ich glaube nicht an diese Erklärung. Ich behaupte, das Ouija-Brett hatte nichts mit der ganzen Sache zu tun. Vielleicht haben sie damit gespielt. Aber ich behaupte, dass das alles nur eine weitere Rechtfertigung ist, die die Verteidigung benutzte, um von der Tatsache abzulenken, dass die beiden einfach böse waren. Es begann alles mit dem Ouija-Brett. Wie? Sie glaubte, dass unser Apartment besessen ist. Und Jessica brachte das Ouija-Brett ins Spiel. Ja, sie wollte ausziehen, also sind wir zu meiner Mutter.
Die wollte das Brett nicht im Haus haben. Und dann wurde alles immer schlimmer. Wie kann man an ein Ouija-Brett glauben? Nach einer Weile glaubt man irgendwie dran. Sie hat sogar behauptet, dass ihre Mutter ihren Vater in Alabama getötet hat. Wir sind deshalb völlig umsonst nach Alabama gefahren. Woher wussten Sie, dass Amora besessen war? Jessica hat das gesagt. Keine Ahnung, woher sie es wusste. Und Sie haben ihr geglaubt? Oder dachten Sie es selbst auch? Nach einer Weile schon. Aber ich habe das kleine Mädchen nicht umgebracht. Bleiben wir bei Amora. Von wem war sie besessen? Satan, dem Teufel, Dämonen? Was war es? Sie hat gesagt, dass es ein Dämon ist. Die genauen Details über den Dämon stammen von Jessica Carson. Am Morgen der Tat erzählt sie ihre abstruse Geschichte dem Texas Ranger. Erzählen Sie mir, was passiert ist. Und zwar laut genug, damit ich es auf dem Tonband hören kann. Wann war das? Blaines Vater ist im September gestorben und direkt danach haben wir uns das Ouija-Brett gekauft. Wir wussten nicht, dass sie böse sind. Wir glauben an Gott und das alles, aber wir haben gehört, dass die Ouija-Bretter funktionieren, obwohl ich das den Leuten nie geglaubt habe. Also wollten wir es selbst ausprobieren. Mein Vater ist gestorben, als ich 10 war. Das tut mir leid. Ich habe meinem Vater eine Frage gestellt, die nur er beantworten konnte. Davon hatte ich Blaine nie was erzählt. Und als er es dann über das Brett buchstabierte, dachte ich, das ist mein Daddy. Es ist wie ein Telefon in den Himmel. Wir fanden es richtig cool. Wir haben an dem Abend weiter mit unseren Vätern gesprochen. 8 Stunden, ohne Unterbrechung. Wir sind total ausgeflippt und haben uns eine Spieluhr besorgt von einem Freund, der Chinese ist. Darauf sind Figuren, die singen. Gott wird uns beschützen. Dämonen, verlass dieses Haus. Sie haben uns gesagt, dass unsere Wohnung besessen ist, weil eigenartige Dinge passierten. Wir sind ausgezogen. Die Spieluhr haben wir geweiht und dagelassen. Das Ouija-Brett haben wir auch geweiht und dann weggeworfen. Es war wie beim Exorzisten. Kennen Sie den Film? Wenn Dämonen von Menschen Besitz ergreifen. Der Teufel steckte in Blaine. Ich weiß, das klingt verrückt, aber sowas würde ich doch nicht erfinden. Ich bin Christ. Ich glaube an so etwas. Ich auch. Ich wusste, dass es Dämonen gibt, aber man kann etwas erst richtig glauben, wenn man es mit den eigenen Augen gesehen hat. Als der Teufel dann in mir war, sagte er, heute Nacht werde ich mir Blaines Seele holen. Das hat mir echt Angst gemacht. Und dann war er in Amora. Ich habe gesagt, wir brauchen einen Exorzisten, um ihn da wieder rauszukriegen. Ich habe Blaine gefragt, warum bist du ins Haus gelaufen und hast Amora gerufen? Und er sagte, Gott hat mir gesagt, dass sie sich mit dem Hammer selbst auf den Kopf geschlagen hat. Ich glaube, die Spuren kamen davon, weil sie sich selbst mit dem Hammer geschlagen hat. Oder der Dämon. Ich dachte mir, es muss doch etwas geben, was wir tun können. Wir besorgen uns Geld für einen Priester. Vielleicht können wir ihn für einen Exorzismus bezahlen. Es muss eine Möglichkeit geben. Er sagte, Gott hat gesagt, es ist zu spät. Und ich fragte, was soll das denn heißen? Er weinte und sagte, wenn sie jetzt nicht in den Himmel kommt, wird Satan ihr ganzes Leben lang ihre Seele haben.
with Satan having her, her soul, you know? Glauben Sie, dass einem ein Ouija-Brett solche Hinweise geben kann? Ja, als ich jünger war, habe ich selbst mit einem solchen Brett gespielt. Da sind schlimme Dinge passiert. Seitdem habe ich die Finger davon gelassen. Was für schlimme Dinge? Wir haben es in der Arbeit gemacht. Meine Kollegen haben das Brett mitgebracht. Und als wir damit gespielt haben, sind Dinge passiert. Die Türen zu den Toiletten gingen auf und zu. Wir haben sie gehört, aber da war niemand. Solche Dinge. Irgendwas war da, nachdem wir mit dem Ouija-Brett rumgespielt haben. Ich habe meine Bibel aus dem Auto geholt und begonnen zu beten. Ich habe Gott versprochen, es nie wieder zu tun. Und ich werde es auch nie wieder tun. Es ist eine Art Dreieck. Es gibt einen flachen Teil hier und dann ein Dreieck. Hier steht Ja und hier steht Nein. Darunter stehen alle Buchstaben und Zahlen. Man legt seine Hände gemeinsam mit jemandem anderen drauf und stellt Fragen. Der Geist soll das Brett dann bewegen. Man darf nicht nachhelfen. So sollte es funktionieren. Aber wenn man die Hände nicht drauflegt, bewegt es sich gar nicht. Es bedarf also einer Art menschlicher Mithilfe. Ja, die Geister interagieren mit uns. Und das Ouija-Brett hat in diesem Fall zu einer unfassbaren Katastrophe geführt. Könnte sein, ja. Ich behaupte, dass es das Böse auf der Welt gibt. Dafür sind keine Drogen, ein Ouija-Brett oder der Teufel verantwortlich. Es gab davor schon einen Zwischenfall mit Blaine und einem Mädchen in der Nachbarschaft. Was ist passiert? Er ist in ein Haus eingebrochen, in dem ein 11-jähriges Mädchen gewohnt hat. Dort hat er dann schmutzige Fotos hinterlassen. Das ist vielleicht falsch ausgedrückt. Es war pornografisches Material, sehr deutliches pornografisches Material. Ein Pornoheft. Ja. Und darauf hatte er geschrieben, wir treffen uns draußen im Garten, dann können wir diese Dinge auch tun. Er hat ganz eindeutig eine Minderjährige bedrängt und versucht, sie zu sexuellen Handlungen zu überreden. Das ist eine schwere Straftat. Die Verteidigung beharrte darauf, dass er das Mädchen nie berührt hat. Das mag auch stimmen, aber er hat eindeutig versucht, sie zu sexuellen Handlungen zu drängen. Und er wurde auch verurteilt. Jessica Carson war bei der Verurteilung anwesend, als er seine Belehrung bekam, was er als verurteilter Sexualstraftäter zu tun hatte. Aber der eigentliche Fehler war, dass er im Gefängnis hätte sein sollen, als diese Sache passierte. Nachträglich würde man sich wünschen, dass Milam hinter Gittern gewesen wäre. Dann wäre Amora vielleicht noch am Leben und Blaine nicht hier im Todestrakt. Rick Hagen, wie sah die Verteidigungstaktik im Fall Blaine Milam aus? Well, the line of defense. Es ging im Grunde darum, dass Amoras Mutter psychotisch war. Wir sind der Meinung, dass das teilweise von einer postpartalen Depression kommt oder von anderen Problemen in ihrer Kindheit. Eines war mit Sicherheit, dass sie vor ein paar Jahren ihren Vater gefunden hat, nachdem er Selbstmord begangen hat. Ich denke, ein Teil der Verteidigung war, dass die Kombination aus ihrer Psychose und seiner Methamphetaminsucht die Ausgangslage für die Dinge war, die dann passierten. Führt Methamphetamin zu Wahnvorstellungen? Das kann vorkommen. Es kann auch eine Psychose auslösen, vor allem, wenn man es oft nimmt. Ein paar Ärzte haben damals bestätigt, dass in Blaines Körper eine erhebliche Menge Methamphetamin war, als er unmittelbar nach dem Vorfall festgenommen wurde.
Das deutet darauf hin, dass es sie schon länger nahm. Das hat er uns auch selbst so erzählt. Die Ärzte haben ganz deutlich gesagt, dass jemand, der hohe Dosen von Methamphetamin nimmt, eine Psychose entwickeln kann. Die Verteidigungsstrategie habe ich damals von Wölfen großgezogen genannt. Oder vielleicht musste sich der Wolf selbst großziehen. Blaine wurde aus der Schule genommen, als er in der 4. Klasse war. Sein Vater konnte sich nach einem Schlaganfall kaum verständlich machen. Also haben sie sich jeden Tag gemeinsam Zeichentrickfilme angesehen. Und Blaine hat versucht, sich um seinen Vater zu kümmern. Sehen Sie eine Chance auf Begnadigung in diesem Fall? Wir sind hier in Texas. Selbst wenn man unschuldig ist, wird man nicht begnadigt. Ich habe von keinem Fall gehört, in dem der Gouverneur von Texas jemanden begnadigt hat, seit er im Amt ist. Aber man gerät doch nicht in eine solche Situation, nur weil man geistig zurückgeblieben ist. Wie ernst es ist? Es öffnet einem so richtig die Augen. Ich habe nie über den Todestrakt nachgedacht, bevor ich hierher kam. Ich wusste gar nicht, dass es in Texas einen gibt. So unbedacht ist man gegenüber der Todesstrafe, bevor man tatsächlich in der Situation ist. Es ist ernst und man wird hier nicht gerade nett behandelt. Eine Frage brannte mir während des Gesprächs ständig unter den Nägeln. Wer ist der Teufel? Wie sieht der Teufel aus? Keine Ahnung. Das kann ich nicht beantworten. Aber Sie haben eine Vorstellung davon, wie er aussieht. Wie Sie oder ich? Keine Ahnung. Das bedeutet, Sie können der Teufel sein. Ich schätze ja. Oder meinen Sie mit dem Teufel das Böse an sich? So könnte man das wohl auch sehen. Das Böse wie die Dunkelheit, das Gegenteil von Gott. Ich denke, so könnte man das auch sehen. Wie tritt Satan in Erscheinung? Ich bin Christin. Also sehe ich Gott und nicht Satan. Satan ist in meinen Augen der Teufel und er erscheint in unterschiedlichen Formen. Hat er Hörner? Für manche Menschen ja. Einen Schwanz, einen Huf? Für viele Leute wahrscheinlich ja. Aber für mich lässt er dich einfach Dinge tun, die du nicht tun solltest. Etwas Böses. Genau. Aber ein Baby kann nie im Leben besessen sein. Gott würde das nicht zulassen. Menschen tun so etwas anderen Menschen nicht an. Wir haben das Recht, unsere Spezies vor Menschen wie Blaine Milam zu schützen. Er macht uns nicht aus. Menschen tun so etwas anderen Menschen nicht an. Und wir Menschen haben jedes Recht klarzustellen, dass er sich außerhalb der Menschlichkeit befindet. Wir dürfen Blaine Milam sagen, du hast hier nicht zu sagen, wer wir sind oder was uns ausmacht. Das tun wir. Und wir könnten so etwas Schreckliches nie tun. Wir haben das Recht, ihn aus unserer Spezies zu entfernen. Als denkende, rationale menschliche Wesen haben wir das Recht dazu. Es gibt nichts daran auszusetzen, dass wir das tun. Da möchte ich in aller Höflichkeit widersprechen. Ich widerspreche entschieden. Einen Menschen einfach auszuradieren, klingt nicht richtig. Meiner Ansicht nach befindet sich niemand außerhalb der Menschlichkeit. Die Verbrechen sind monströs, aber die Täter sind immer noch Menschen.
Bereiten Sie sich auf den Worst Case vor? Ja. Wie? Ich rede mir ein, dass es in Ordnung sein wird, egal was passiert. Und das sage ich auch meiner Mutter. Sie soll sich keine Sorgen um mich machen. Alles, was wir tun können, ist weiterhin zu beten. Die Leute denken sicher, wie kann man sich überhaupt auf so etwas vorbereiten? Es ist nicht einfach, aber du weißt, dass es passieren könnte. Und deshalb muss man sich darauf vorbereiten. Wenn es soweit ist, muss man mit erhobenem Haupt dort rausgehen. Mehr kann man nicht machen. Ich kann nur davon sprechen, wie ich Blaine kennengelernt habe. Ich habe vor dem Prozess einen Monat lang mit ihm verbracht. Und dann habe ich noch mal 3 Monate lang jeden Tag neben ihm im Gerichtssaal gesessen. Es war der längste Prozess in meiner Karriere. Was ich da gesehen habe, war ein Kind, das über Zeichentrickfilme reden wollte und andere Kinderdinge. Er hat mich an meine eigenen Kinder erinnert. Das war kein Teufel. Kinder sind nicht so böse. Das war die Tat von jemandem, der intelligent war. Und das war nicht Blaine. Während die Geschworenen über sein Urteil beraten haben, was haben sie da mit ihm angesehen? Zeichentrickfilme. Scooby-Doo, den kenne ich noch aus meiner Kindheit. Ich weiß noch, wie ich den Film für ihn auf dem Computer laufen ließ. Ich dachte nur, der Junge hat keinen blassen Schimmer, was auf ihn zukommt. Er versteht den Ernst der Lage gar nicht. Jeder andere würde um sein Leben zittern. Aber Blaine wollte lieber den Film zu Ende sehen, als sie mit dem Urteil wieder reinkamen. Er lehnte sich zu mir rüber und fragte, warum mögen mich diese Leute nicht? Warum wollen sie mich umbringen? Es ging alles so schnell. Sie verstehen es nicht. Nein. Aber der Tod des kleinen Mädchens ist ihnen bewusst. Warum musste das passieren? Warum? Ich weiß, dass man nicht nach dem Warum fragen sollte. Aber ich frage mich immer wieder, warum musste es so passieren? Warum ist es nicht mir passiert? Why couldn't it have been me, you know? I don't understand it. Ich verstehe es einfach nicht. Ich wünschte, ich könnte zurück und es aufhalten. Aber das kann ich nicht. I can't. I don't know how I got so far. Keine Ahnung, wie es so weit kommen konnte. Aber so ist es nun mal gewesen. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich weiß es nicht.